Okay, ihr Lieben, wir machen jetzt mal hier ein etwas kürzeres Video, was auch mal wieder Zeit wird für ein bisschen kleineren Content und nicht immer diese halben Stunden Oschis. Ihr habt mir immer wieder geschrieben, Tobi, kannst du vielleicht mal darauf eingehen, was es mit dem kleinen Kong auf sich hat, mit dem kleinen Affen, den wir im Trailer zu Godzilla and Kong sehen. Und ja, ich kann darauf eingehen, ich kann euch meine Gedanken dazu sagen und naja, das besprechen wir jetzt einfach mal hier in diesem Video. In diesem Sinne, viel Spaß. Ja, der kleine Affe mag einem hier und da auch schon mal so ein kleiner Dorn im Auge gewesen sein. Ich weiß, so Kinder, gerade so Affenkinder, ich kann mir vorstellen, dass der auch sehr nervig wird. Es kam der Vergleich schon mal, oh nein, bekommen wir jetzt den neuen Jar Jar Binks des Monsterverse. Und ich habe mir gedacht, wie kommst du jetzt darauf? Also, nee, da gibt es null Indizien dazu, dass das der Jar Jar Binks wird. Aber man muss auch dazu sagen, dass selbst Jar Jar Binks im Trailer zu Star Wars Episode 1 kein Indiz dahin gegeben hat, dass er der neue Jar Jar Binks wird. Auf jeden Fall haben wir hier diesen kleinen Affen. Und wir sehen ja im Trailer, wie Kong irgendwann vor dieser Nebelwand steht. Und dann kommt dieser riesige Schatten auf ihn zugelaufen und wir dachten alle, okay, jetzt kommt Scar King und Mann, ist der riesengroß. Der Schatten war echt riesig. Und dann geht der Schatten langsam runter und wir sehen den kleinen Affen auf Kong zulaufen. Ja, das ist für mich ein ganz klarer Hinweis. Dieser kleine Affe, abgesehen auch davon, dass er von der Fellfarbe her genauso aussieht wie Scar King, scheint mit Scar King verwandt zu sein. Ich gehe stark von Scar Kings Sohn aus. Das haben mir auch welche von euch geschrieben. Könnte es nicht auch Scar Kings Enkel sein? Ich denke mir, ja, könnte auch sein. Aber warum? Also, es ist eigentlich auch vollkommen wurscht. Ob jetzt Enkel oder eben Sohn von Scar King, dieser Affe hat etwas mit Scar King selber zu tun. Auch wenn wir uns mal die Augen der beiden Affen anschauen, hat Scar King ja sehr blau leuchtende Augen. Während der Kleine hier, oder die Kleine hier, ja sehr hell leuchtend grüne Augen hat. Das könnte was mit den Kristallen zu tun haben, denn auch die sehen wir in verschiedenen Farben leuchten. Dass die möglicherweise den Kong-Kaijus in der Hollow Earth ihre Kräfte geben oder ähnliches. Und ich gehe davon aus, dass dieser Affe hier bei Kong Zuflucht sucht. Das sehen wir auch ganz kurz im Trailer, wie er da eben auftaucht. Und dass dann Kong später durch diesen Affen in eine Kolonie von Kongs gebracht wird, weil er eben Kong zeigen will, okay, da gibt es noch mehr von dir. Das könnte dann aber Scar King auf den Plan rufen, der dann natürlich was dagegen hat, dass Kong, der nächste Alpha-Predator, nun ebenfalls in dieser Gruppe ist. So könnte auch Kong den Arm verletzt bekommen und dann, naja, eben diese Prothese bekommen. So viel erstmal nur dazu. Was aber das Wichtige an diesem kleinen Affen sein wird oder sein könnte, wir bleiben mal bei könnte, ist, dass das hier die Zukunft des Monsterverse mit aufbaut. Wir haben ja ganz zum Start, oder noch Quatsch, zum Start ist Quatsch, wir haben noch lange vor dem Titel, bevor wir den Titel von Godzilla and Kong kannten, haben wir darüber spekuliert, ob es möglicherweise ein Son of Kong geben könnte. Ihr habt alle gemeint, es würde Sinn ergeben, dass jetzt schon der Kong-Sohn irgendwie eingeführt wird, weil Kong hat jetzt ja auch seine Filmchen schon gehabt, die jetzt abgearbeitet wurden und Kongs Geschichte ist auch irgendwie auserzählt. Jetzt sehen wir ja, nö, anscheinend doch nicht, es geht noch weiter. Aber dieser Affe hier wird für die Zukunft sehr wahrscheinlich noch eine ganz große Rolle spielen. Ich gehe davon aus, dass Scar King zum Schluss entweder eingesperrt oder getötet wird oder vielleicht auch gut wird, aber auf jeden Fall wird der Konflikt mit Scar King gelöst werden am Ende des Films, wie auch immer. Und dieser kleine Affe hier wird der Ziehsohn oder die Ziehtochter von Kong werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann im Teil darauf, der auf Godzilla X Kong aufbaut, dass wir dann da diese Figur, diesen Affen mehr beleuchten werden und dass wir dann nach und nach eben Kong ersetzen werden gegen diesen Affen. Ich habe ja schon mal gesagt, dass es so scheint, als würde Universal das Monsterverse nun nach und nach mit seinen eigenen Kaijus besticken. Es gibt sehr viele Theorien, die da draußen erzählen, es läge wohl auch irgendwie an einem Rechteverhältnis mit Toho zusammen, da die ja wohl auch einen World of Gojira-Plan verfolgen und dass man deswegen auch kein Space Godzilla sehen wird. Man wird wahrscheinlich auch kein Destroyer sehen. Die bauen ja andauernd neue Kaiju ein, die bauen Shimo ein, die bauen die Mutos ein. Das sind ja alles Tiere, die gab es so nicht. Die Skullcrawler gab es auch nie in den Toho-Filmen. Und jetzt könnte man wirklich auch einfach Kong ersetzen. Das heißt, wir nehmen den Kong von Toho raus, wie man möglicherweise auch Godzilla letztendlich rausschreiben könnte aus der ganzen Nummer. Das ist jetzt eine reine Spekulation auf allen möglichen Theorien, die da draußen aufgebaut wird. Und dieser neue Affe hier, das könnte wirklich dann der Son of Kong werden. Das ist so eine Theorie, die ich einfach habe, denn
es ist ja nahezu bestätigt, dass dieser Affe hier in irgendeinem Verwandtschaftsverhältnis zu Scar King steht. Und Scar King ist nun einfach mal der Böse. Deswegen denke ich, dass wir hier den Aufbau für eine nächste Generation bekommen. Wie ist deine Meinung dazu? Meinst du, ich liege damit komplett falsch? Meinst du, dass dieser Affe keine große Bedeutung hat? Oder sagst du doch, ja, Tobi, sehe ich genauso. Das wird auf jeden Fall noch eine Rolle in der Zukunft spielen. Bin auf deine Antwort sehr gespannt. Schreib es mir in die Kommentare unten rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.